Hallo, ich bin Laura und willkommen auf meinem Kanal. Heute starten wir mal richtig mit dem Fahrradfahren durch. Aber bevor wir endlich starten, müsst ihr hier oben, verlinke ich das euch nochmal, das Video, das wofür ihr alle Sachen braucht, also was ihr anziehen sollt und so weiter. Und dieses Fahrrad habe ich letztes Jahr zu meinem Geburtstag bekommen, hier. Und darauf bin ich echt stolz. Es hat hier eine Gabelfeder hier vorne. Also wenn man durch den Wald fährt, federt man schön ab. Und ja, also dann freue ich mich schon. Und wir fahren die Strecke Fürstenfeldbruck, Steinebach, Seefeld und dann Starnberg. Und im Starnberg gibt es ein leckeres Eis zur Belohnung. Und dann natürlich wieder zurück. Okay, dann können wir ja mal starten. Dann fahre ich mal hier. Okay. Und es wird ganz schön huckelig, glaube ich. Anstrengend. Also, wir mussten einen ganz steilen Berg nach oben fahren. Oh Gott. Jetzt muss ich dann gleich mal trinken. Und natürlich darf euch auch nicht die Zeit fehlen, weil ihr könnt ja auch natürlich auch Pausen machen, wo ihr dann das schöne Wetter genießt. Und ja, oh Gott, jetzt bin ich schon fertig. Oh Gott, okay. Dann sehen wir uns und ich bin jetzt schon wieder voller Motivation, obwohl wir da hochfahren mussten. Okay, dann fahrt schon weiter. Dann mache ich das auch mal. Jetzt sind wir schon ein ganzes Stück hier bis zum Jexhof geradelt. Das ist ungefähr 10 Kilometer. Das kann ich euch ja schon einblenden, also das blende ich euch dann noch ein. Und es war jetzt echt anstrengend, weil wir sind fast nur Berge hochgefahren. Aber jetzt verdienen wir uns eine richtige Pause. Also deswegen die Brotzeit. Und wir sind eigentlich nur also im Wald gefahren. Und es war auch echt schön und so. Aber ja, okay, dann mache ich mal eine Brotzeit. Und mache das hier auf dieser Stelle auch unbedingt. Also dann. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Stop what you're making. Everybody here knows that you just faker. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts say you're not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. Hier ist es ein bisschen dunkel, aber nicht, dass ihr denkt, dass wir jetzt so lange gebraucht haben und dass die Sonne untergegangen ist, sondern wir sind hier nur im Wald, wie ihr es hier im Hintergrund seht. Und ja, also es hat richtig viel Spaß gemacht, das mache ich noch immer. Und ja, also ich genieße hier mal die Landschaft und radel schön weiter. But you're never gonna make it.
But you just gonna take that. Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Hier ganz schön huckelig. Wir sind jetzt hier in Seefeld angekommen. Wir sind, leider habe ich das nicht aufgekommen, weil wir sind in Steinebach, sind wir durchgefahren und dann aus dem Wald raus. Und ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Jetzt mache ich gleich eine Probezeit mal wieder. Und dann kommt aber ein ganz schön steiler Berg. Also das zeigt schon auf dem Tacho an, dass der ganz schön steil ist. Also der ist dann hier so hoch. Und ja, dann strenge ich mich mal an und ich hoffe, ich komme hoch. Okay, dann nehme ich mal mein Fahrrad und dann sehen wir uns. Wir haben einen schrecklichen Anstieg davor gehabt. Das war mega anstrengend. Und jetzt haben wir, weil wir sind vorhin runtergefahren, jetzt müssen wir das Ganze hochfahren. Aber das Gute ist, dass wir jetzt bald in Starnberg sind, also noch so circa 5 Kilometer. Und dann sind wir da. Oh Gott. Und jetzt waren wir in Hahnfeld und den Weg, den ich euch dann einblende, den empfehle ich euch nicht so, weil da musste man über eine Autobahn fahren und dann noch musste man über so Hölzer, also da war der Weg abgesperrt und dann musste man die Fahrräder über die Hölzer dort heben, also ist das nicht besonders gut. Aber trotzdem, der Weg hat mir gefallen. Aber fahrt nicht genau den gleichen Weg wie ich. Also macht ihn lieber einen Umweg. Oh, jetzt kommt schon wieder ein Berg. Okay. Wir sind jetzt hier in Starnberg angekommen. Eigentlich wollten wir zur Eisdiele, also als Belohnung, nur da war halt eine ewige Schlange und da wollten wir das uns nicht antun, weil dann wären wir bestimmt eine Dreiviertelstunde dort gestanden und deswegen sind wir lieber zum Bäcker und haben uns etwas Süßes geholt. Das hat aber auch ganz gut geschmeckt. Und wir sind vor Starnberg sind wir nochmal hochgefahren, aber danach sind wir echt viel runtergefahren. Also es hat echt viel Spaß gemacht. Das muss ich mal öfters machen. Und davor hatten wir noch, also vor Starnberg, haben wir schon einen Zwischenstopp gemacht. Und da haben wir Schafe gesehen, Pferde und süße Tiere. Und was auch ganz toll war, wir haben nämlich ein Modellflugzeug gesehen, was von einem Mann gesteuert wurde und das hat auch dann Saltos und so gemacht. Also das war schon echt spannend. Okay, jetzt muss ich hier den Berg hochradeln. Also dann radel ich mal hoch, weil wir die ganze Strecke, die wir runtergefahren sind, müssen wir fast wieder hochfahren. Also dann fahre ich mal. Ich muss nur wenden. Irgendwie. Rad gedreht, los geht's. Aber jetzt müssen wir noch, wir sind jetzt schon 35 Kilometer geradelt, also mehr als die Hälfte und jetzt müssen wir noch 25 Kilometer radeln. Also dann gehe ich mal hoch auf den Berg, also radel ich mal hoch auf den Berg. Als Zwischeninfo mal kurz, wir sind 56 Kilometer geradelt und 600 Höhenmeter und 4 Stunden, also schon eine Leistung, kann man sagen. Und jetzt müssen wir dann gleich wieder auf den Betonweg. Und ja, ich muss jetzt hier ein bisschen lauter reden, weil hier ist gleich die Straße. Wir haben jetzt Oberpfaffenhofen hinter uns gelassen und jetzt fahren wir nach Jexow und danach nach Schöngeisig. Und das schaffen wir noch. Diese
it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her. Jetzt sind wir leider schon hier am Ende. Diese Tour ist echt nicht für Anfänger, also eher für Fortgeschrittene. Und man braucht dazu auch richtige Mountainbikes, weil diese Tour war echt schon huckelig und so. Und wir sind 65 Kilometer geradelt, dann sind wir 750 Höhenmeter und wir sind 5 Stunden geradelt. Also wir sind 5 Stunden geradelt so circa. Und ja, sie hat mir Spaß gemacht. Es war nur, also wir sind nur ganz oft hochgefahren. Also solltet ihr, glaube ich, eine andere Tour nehmen, also die nicht so hoch ist. Und ja, dann tue ich mich mal ausspannen und ihr könnt mich hier abonnieren. Und hier ist ein neues Video. Ich würde mich freuen über ein Abo oder einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, ihr hattet natürlich Spaß dabei. Okay, dann wascht mal schön eure Fahrräder und dann tschüss.